Hallo Leute, ich bin Anne und mit meiner kleinen Kamera habe ich den Kaiserstuhler Winter für euch eingefangen. Zugegeben, der Kaiserstuhl ist nicht gerade wegen seines Winters bekannt und beliebt, doch er hat auch von Dezember bis Februar mehr zu bieten als Dunkelheit und Schmuddelwetter. Okay, der Schnee hier reicht nicht zum Skifahren, doch schon ein bisschen genügt, um aus den Weinterrassen eine tolle Schwarz-Weiß-Grafik zu zaubern. Zusammen mit ein paar Gucklöchern in den blauen Himmel oder mit dramatisch finsteren Wolken wie hier, ein überraschend interessantes Bild, findet ihr nicht? Die Wolken lohnen überhaupt das Hinschauen, gleich ob sie wie hier nur ahnen lassen, wo genau die Sonne sich versteckt hat, oder ob sie wie hier ihren zarten rosa Abschiedsgruß in die frühe Abenddämmerung schreiben. Ein wenig Farbe, wie ein Hauch von Rouge, steht auch dem Himmel über Breisach und dem Kaiserstuhl im Hintergrund nicht schlecht. Und hier erscheinen graue und weiße Wolken und das Himmelsblau wie der Pinselstrich eines Malers. Die Fruchtstände der wilden Karde und die Gestalten der kahlen Bäume und Reben wirken wie Scherenschnitte vor dem Abendhimmel. Und der Blick auf den Breisacher Radbodenturm ist so überhaupt nur im Winter möglich. Der Rhein spiegelt noch die untergehende Sonne und die Breisacher Silhouette mit rosa-lila Wölkchen wirkt recht anheimelnd. Jetzt noch bei einer kleinen Spaziergangsrunde das letzte Tageslicht genießen und dann in einem gemütlichen Café etwas Warmes trinken. Auch am Tag ist Breisach natürlich ein sehenswertes Städtchen mit dem Blick auf den Stephansdom und solchen kleinen schmucken Häusern auf dem Munsterberg. An manchen Tagen verraten überhaupt nur die Bäume, dass noch Winter ist. Sie erlauben den Durchblick in einen strahlend blauen Himmel oder in eine Landschaft, die immer noch irgendwo grün ist, oder verleihen dem Waldboden attraktive Schattenmuster. Mein Neujahrsbesuch auf dem Badberg ist sonnig, aber frostig und Schnee gibt es nur in homöopathischen Dosen. Doch man kann ihn unter den Schuhen knirschen hören und natürlich kann man ihn fotografieren und sich von seinen Glitzern im Sonnenlicht bezaubern lassen. Bei meiner Wanderung im Februar durch den Pflaumeichenwald am Büchsenberg und auf den Achkarrener Schlossberg liegt auch nur ein Hauch von Schnee. Doch es ist für Kaiserstühler Verhältnisse bitterkalt. -12 oder so. Zum Glück sind solche Fröste hier selten. Wie würde es sonst der armen Palme in Oberbergen ergehen? Doch manchmal gibt es tatsächlich Schnee im Kaiserstuhl. Dann sitzen weiße Mützen auf den Sträuchern in den Gärten. Die Laternenparker müssen vor dem Losfahren erstmal ihr Auto freiräumen und man kann durch verschneite Weinberge spazieren. An so einem traumhaften Tag wie hier an Weihnachten 2010 ist auch ein Spaziergang auf die Mondhalde ein Wintermärchen. Das viele Licht fegt jede Winterdepression hinweg. Die Landschaft ist vertraut und trotzdem völlig neu. Und es fällt schwer, sich satt zu sehen an ihrem blendenden Weiß, der Licht- und Schattengeometrie der Weinterrassen, den Spuren des Windes und anderer Besucher und dem Glitzern im Sonnenlicht. Schon ist der Pavillon in Sicht. Vor einem makellosen Blau thront er auf seinem Hügel. Und von dort ist die Aussicht einfach fantastisch. Das ist Arkadi aus Moskau. Er ist zum Deutschkurs nach Oberrotweil gekommen. Natürlich kennt er schneereichere und frostigere Winter, aber diesen Spaziergang auf die Mondhalde genießt er genauso wie ich. In welcher Richtung liegt eigentlich Moskau von hier?
Schauen wir mal nach. Ja, heute muss man ein wenig suchen, aber jetzt haben wir es gefunden. Auch der Rückweg ins Dorf ist noch ein Wintererlebnis. Doch solche Tage darf man nicht ungenutzt verstreichen lassen im Kaiserstuhl, denn die Pracht dauert nicht lange. Ein paar Tage, schon steigen die Temperaturen und das glitzernde Weiß verschwindet so schnell, wie es gekommen ist. Und unter dem Schnee taucht das Grün wieder auf, vielleicht sogar das eine oder andere Blümchen. Schneereste gibt es nur noch oben auf den Kuppen der Hügel oder drüben in Frankreich auf den Bergen der Vogesen. Dann kann man schon im Januar Tage erleben wie diesen und eine wunderbare Wanderung von Oberrothweil nach Bötzingen machen. Ist da nicht eine Ahnung von Frühling in der Luft? Tschüss, bis bald im Frühling!